Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, Buch 4, Schwingung des Kosmos. Los geht's. Ja, schön, dass ihr eingeschalten habt. Ja, in diesem Teil geht es vorrangig um den Mond und die Sonne. Im ganzen Buch kommen noch ein paar mehr Sachen zur Sprache. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich an eurer Stelle würde dranbleiben. Ja, fangen wir an. Der Mond und die Sonne. Unter Verwendung der Methode der Rückwärtsentwicklung oder wie im Neusprech gesagt wird, ja, Rückwärtsengineering und unter Berücksichtigung des elektromagnetischen Wissens, elektromagnetischer Felder, Gaussionierung, Strömungsmechanik, Dynamik, Frequenzen und Schwingung haben wir etwas Wichtiges für den Ausgangspunkt echter wissenschaftlicher Forschung entdeckt, schreibt er in seinem Buch. Zur Eröffnung. Ja, hier kommt mir immer Tesla in den Sinn. Ne, man muss in Schwingungen denken und elektromagnetische Felder. Alles ist Elektromagnetismus. Und die ganzen angesprochenen Sachen mit Gaussionierung, Strömungstechnik, Dynamik, Frequenzen etc. wurden in den vorgehenden Teilen Schwingung des Kosmos bereits angesprochen. Also wer dazu ein bisschen mehr wissen will, der darf dort sich gerne nochmal durchklicken. Ja. Der Mond ist ein Phänomen der Ionisierung des Äthers in einer bestimmten Höhenschicht, verursacht durch konzentrierte kosmische Energie oder in dem Fall Minusenergie. Der Mond ist Minusenergie, die sich dort konzentriert. Diese Energie wird von unten nach oben refraktiert, trifft auf die Decke des Feldes und wird dann darunter auf der Mondscheinschicht konzentriert abgebildet. Das hat man auch schon bei den vorgehenden Schwingungen des Kosmos, ne? Die schwarze Sonne unterhalb der Erde oder im Inneren der Erde, wenn man so will. Das Licht oder die Strahlung von dort wird refraktiert und wird in zwei gegenteilige Pole aufgeteilt. Einmal die Minusenergie, was den Mond darstellt, und die Plusenergie, die die Sonne darstellt. Ja, also auf diese Weise fungiert der Mond wie das gespiegelte Hologramm der Erde. Die Existenz der Sonne beruht auf demselben Phänomen, außer dass die Sonne die andere kosmische Berechnung darstellt, also hier die Plusenergie. Durch die Quelle des Phänomens hat der Mond die Fähigkeit, die Reliefdarstellung der Erde in Echtzeit zu erfassen. Also quasi die Abbildung des materiellen Feldes im Äther. Das ist ja Mondesaufgabe, wenn man so will. Und das mit ziemlich großer Detailgenauigkeit. Dies ermöglicht es uns, die Größe der Erde zu beobachten, Kontinente und Ozeane zu unterscheiden, das Relief der Meeresböden zu beobachten, Informationen über den Untergrund zu erhalten, Energiepunkte und tiefste Ozeanpunkte zu finden, die auch den Sternen und Sternbildern entsprechen. Also hier nochmal zur Wiederholung: Die Sterne und Sternbildern entsprechen hochenergetischen Punkten auf der Erde, spiegeln sich quasi. Ja, versteckte Kontinente oder weit entfernte Kontinente zu finden und allgemein Geographie, Physik und Kosmologie aus dieser Perspektive zu studieren. Die Bewegung von Sonne und Mond führte uns zur Ursache ihrer Entstehung, was auch Sinn macht. Wenn ich ein Objekt beobachte, dann ist es sehr naheliegend, dass ich irgendwann seine Entstehung herausfinde. Ja, einfach durch wissenschaftliche Methoden. Die Mondphasen haben uns die Projektionsgrenzen des Mondes offenbart, die durch die Existenz der Sonne gesetzt werden. Ja, also der Mond wird durch die Sonne begrenzt, das Dunkle wird durch das Licht begrenzt. Da haben wir auch wieder einen philosophischen Ansatz. Ja, kann man sich mal im Kopf behalten. Wir haben festgestellt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Phase des Mondes und seinem Abstand zur Sonne in den Sternbildern gibt, auf ihrem spiralförmigen Pfad. Bei Neumond erscheinen Sonne und Mond im selben Sternbild. Wenn der Mond voll ist oder halb, sind Sonne und Mond drei Sternbilder voneinander entfernt. Bei Vollmond haben wir sechs Sternbilder Unterschied und wenn der Mond leer wird und halb ist, sind es neun Sternbilder Unterschied. Die kontinuierliche und gründliche Beobachtung der Mondscheibe hat uns zu dem Schluss geführt, dass der Mond die holographische, kosmisch konzentrierte Reflexion der Erde ist, geformt wie eine Linse, die am Ende des materiellen Feldes gebildet wird. Ja, also am Ende des materiellen Feldes bedeutet dort, wo die Grenze des Äthers beginnt, ne, und dort quasi an die Grenze der Ionosphäre mit dem Äther ja, angrenzt. Durch die Bestimmung der Rotation des Mondes um sein Zentrum für einen Beobachter während seines Laufs durch jeden lunarischen Tag und mit Wissen über die Dynamik von Bewegungen und Eindrücken haben wir die Mondscheibe in Achsen unterteilt und können so auf diese Weise das Ding als Kompass benutzen.
Auch die oben genannte Bestätigung und die experimentellen Nachweise bestätigen die Richtigkeit des Konzepts. Durch die Untersuchung der Geschwindigkeit von Sonne und Mond kamen wir zu dem Schluss, dass es der Neumond ist, der die Sonnenfinsternis verursacht, wenn sie sich in demselben Breitengrad befinden. Die konischen Berechnungen, die Sonne und Mond erzeugen, wenn sie verwickelt sind, miteinander interagieren, formen die Mondphasen, während wir bei entgegengesetzter und nicht verwickelter Stellung einen Vollmond haben. Ein lunarer Tag dauert 24 Stunden und 50 bis 52 Minuten. Und in dieser Zeit durchläuft der Mond einen vollständigen Kreis in der Komponente der kreisförmigen Bewegung in seiner Gesamtbewegung in der Spirale. Also wir haben ja mit Sonne und Mond eine kreisförmige Spiralbewegung, die dafür verantwortlich ist, dass die nie ganz gleich laufen. Aus diesem Grund hinkt der Mond jeden Tag 50 bis 52 Minuten hinter der Sonne hinterher. Wir haben alle 29,6 Tage einen Neumond, während wir in einem Jahr 13 Monde haben. Also dadurch kommt es zustande. Aber am Ende ist es auch wieder, wieder ein System dahinter. Und die Prager astronomische Uhr, die hier zu sehen ist, und der Mechanismus von Antikythera, zu dem ich schon mal ein Video gemacht habe, bestätigen das Modell. Ja, das soll heißen, dass die Sterne, die wir am Himmel sehen, die nächste Schicht ist, wo die Erde abgebildet ist. Natürlich sehen wir aber nicht alles, daher sind einige Sternbilder verschwunden, aber letztendlich alle Sterne, die wir sehen, sind Hochenergiepunkte, die auf unserer Erde existieren. Ihr kennt das vielleicht in Ägypten, die drei Pyramiden, da gibt es noch einiges anderes auf der Welt, die genau den Gürtel des Orion darstellen. Ne, das sind Hochenergiepunkte, die genau auf dem Punkt sind. Also es gab mal Zivilisationen, die haben das bereits gewusst. Ja, himmlische Phänomene. Durch die Zerlegung des Weltraums und das Wissen über die Eigenschaft der Ionosphäre erklären wir Sternschnuppen, Kometen, Meteore, Nordlichter, Sternschnuppen und schwarze Löcher. Das ist alles in den vorgehenden Teilen von Schwingungen des Kosmos bereits erklärt worden, wie diese entstehen. So wie wir in der Homosphäre Phänomene des Wetters haben, die den Wasserkreislauf fördern, haben wir in der Heterosphäre, insbesondere in ihrer oberen Ebene, in der Ionosphäre, Phänomene, die den Kreislauf der Edelgase und Dämpfe fördern. Alle oben genannten Phänomene sind im Wesentlichen das Brennen und die Sättigung von Dämpfen auf der Höhe der Ionosphäre. Je nach Höhe, in der dies geschieht, wird die Größe und Zusammensetzung der Dampfwolke sowie der Typ der Sättigung oder Verbrennung erzeugt, wodurch jeweils Meteoriten, Kometen, Sternschnuppen, schwarze Löcher, explodierende Sterne usw. entstehen. Das Nordlicht ist der elektromagnetische Abdruck der Ströme der Ionosphäre, weil dort die Ionosphäre direkt die Energie von unten vom magnetischen Nordpol empfängt. Das Zentrum und der große Zyklus. Ja, davon hatten wir im vorhergehenden Video schon was dazu gehört. Da hatte ich was vorbereitet. Und zwar der große Zyklus 26.000 Jahre, ne, Bodenepochen. Wer will, kann da gerne nochmal reinschauen. Das Zentrum des Mondes ist nicht der magnetische Nordpol. Es ist das Zentrum, um das der magnetische Nordpol mit einem Radius dreht. Ja, also der magnetische Nordpol ist kein Zentrum, sondern der dreht sich auch in einer Kreisbahn um das Zentrum der großen Erde. Dies ist der sogenannte große Kreis, der alle 26.000 Jahre einen kompletten Kreis zieht. Die Existenz des großen Kreises, den der magnetische Nordpol macht, verwandelt die Erde in einen lebenden Organismus, der altert, aber auch regeneriert. Ja, also hier passt das auch wieder mit dem Antikythera-Mechanismus. Dort hat man auch die 26.000 Jahre als großen Kreis, als bestimmten Zyklus. Und wie gesagt, alles, was in dem Buch
gesagt wird, ist nachzuprüfen mit diesem Mechanismus und ist auch zu beobachten. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie komplett aus den Fingern gezogen ist, sondern es ist wirklich durch Beobachtung entstanden. Was meiner Meinung nach extrem interessant ist. Ja, kommen wir zu Planeten. Das Wort Planet stammt vom griechischen Wort Plani, was scheinbare Täuschung bedeutet. Ja, auch hier sind wir wieder im Altertum, wo anscheinend einige Leute es entweder besser gewusst haben oder total Verschwörungstheoretiker waren. Aber gut, die Planeten sind keine materiellen Körper und sie sind auch nicht dort, wo wir sie sehen. Was wir sehen und Planeten nennen, die ihre eigenen Umlaufbahnen haben, im Gegensatz zu den Sternen der Kuppel, die der Rotation des ätherischen Feldes folgen, das uns umgibt, sind im Wesentlichen Abdrücke von Feldern, die eins in das andere einschließen, jeweils an ihrer Decke. Die materielle Ebene der Erde befindet sich innerhalb der ätherischen Bereiche von Venus und Merkur. Diese beiden Felder zusammen sind im Feld von Mars enthalten, das wiederum im riesigen Feld von Jupiter enthalten ist. Jupiter und seine Energiefeldsatelliten sind im Feld von Saturn enthalten, das sich im Feld von Uranus bewegt. Die divergierende Bewegung der kleineren Felder innerhalb der größeren Felder bewirkt, dass ihre Abdrücke auf ihrer eigenen Bahn mit jeder Prägung an der jeweiligen Decke ihres Feldes bewegen. So entsteht für jeden Abdruck von Feldplanet eine andere beobachtete komplexe Bewegung. Diese Bewegungen sind im geozentrischen Modell sichtbar und zeigen im Wesentlichen, wie sich jedes kleinere Feld innerhalb des größeren verhält, das sich dort befindet. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Kleine Zusammenfassung von den vorhergehenden, wie es immer so ist bei den Anfang von jedem Buch. Ein bisschen textlastig, aber sehr interessant. Ja, ich danke alle, die sich die Reihenschwingung des Kosmos anschauen und weiter interessiert zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da für alle, die noch keins da haben. Vielleicht auch die Glocke erwähnen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann.